So, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Video, zu einer kleinen neuen Videoreihe gemeinsam mit Maudado. Hallo Maudado. Hallo. Und wir spielen The Escapist 2. Das ist Maudado übrigens, wenn die anderen Hallo. Da gerade weglaufen. Wir sind im Gefängnis. Was haben wir getan? Haben wir Enderperlen auf dem Gommel-Server geklaut. Wir haben zu viele Videos hochgeladen. Nein. Und das Ganze ist so, wir müssen ausbrechen, ist das Ziel von dem Spiel. Erstmal frühstücken wir. Okay, hol ich mir auch ein Tablett und Frühstück. Alter, der will meinen Sitzplatz klauen, ich seh's schon. Nein, komm, Tommy. Ja. Tommy darf neben mir sitzen. Das Spiel ist ein bisschen komplexer, als man erwartet eigentlich, aber es ist eigentlich ganz cool. Es gibt so ein Crafting-Menü zum Beispiel hier, da kann man 1000 verschiedene Sachen anfertigen. Und ich und Maudado müssen es halt irgendwie schaffen, gemeinsam auszubrechen. Es gibt 10 verschiedene Gefängnisse. Wir werden wahrscheinlich alle spielen. Keine Ahnung, je nachdem, wie es euch gefällt. Ja, Maudado, wie wollen wir denn ausbrechen? Gehen wir doch einfach durch den Hauptmann. Wir wollen erstmal ausbrechen. Also wir wollen unsere Strafe nicht absitzen. Verstehe ich das richtig? Ja. Bin ich auch dafür. Ich zeig dir mal meine Zelle. Okay. Das ist meine Zelle. Hier unten. Da wohne ich jetzt. So ein bisschen Deko wird der. Ja, ein bisschen Deko. Dann wird der gut tun, der Zelle, finde ich. Oh, du sollst darin dich nicht bewegen, Tom, ey. Okay, ich erkläre kurz nochmal alles ins Interface, wenn Maudado da Decken über seine Zelle hängt. Unten links seht ihr mein Inventar, da habe ich 6 Plätze, da kann ich alles Mögliche mitnehmen. Oben das Herz ist, wie viel Leben ich habe. Der Blitz ist meine Energieausdauer, die brauche ich zum Beispiel, wenn ich kämpfe. Ja, ich hau mit der Faust zu und die sinkt. Und das dritte darunter ist, wie aufmerksam die Wachen gerade auf mich sind. Wenn es auf 100 sind, dann greifen die mich bei Blickkontakt meistens an. Oder alles über 80, da greifen die mich instant an. Und wenn man zum Beispiel in fremde Zellen geht, wie Maudado da unten, dann sagen die in roten Tags, hey, raus da, ja, und die Zahl steigt. Ich mach das trotzdem. Ja, Maudado kennt da immer nichts. Und Maudado hat die Technik entwickelt, die Pulte von den Gefangenen immer an die Tür zu stellen, damit er die Zellen schneller plündern kann. Weil jeden Tag sind in den Zellen hier in den Pulten unterschiedliche Sachen drin. Heißt, man plündert einfach aus den Zellen seiner Mitgenossen so gut man kann alles und craftet sich dann irgendwelche Sachen, mit denen man am besten fliehen kann. Er fand's doch nicht so lustig. Zum Beispiel ist hier ein Schraubenzieher. Hallo! Es gibt verschiedene Farben bei den Gegenständen. Das ist zum Beispiel, das hat einen roten Hintergrund. Hier, wenn ich da so drüber fahre, ne? Das heißt, also der Text hat einen roten Hintergrund. Das heißt, dass dieses ein verbotener Gegenstand ist. Wenn ich den in der Haupthand habe, auf der 1, dann errege ich sehr viel Aufmerksamkeit und die Wachen verprügeln mich. Und wenn ich verprügelt werde, dann komme ich in eine Krankenstation und all mein Inventar ist weg. Will ich also vermeiden. Was gibt's noch zu erklären, Maudado? Es gibt verschiedene Sets, du kannst lernen, du kannst trainieren und dich damit aufbessern und ansonsten, ja, man kann auch irgendwie einen Job bekommen, aber irgendwie die Leute bei der Arbeitsagentur sind einfach nur gemein. Ja genau, hier gibt es 4 verschiedene Jobs und ich würde gerne in die Malerei. Da müsste ich dafür 40 Stärke haben und 30 Wissen und 30 Geld scheinbar oder verdiene ich vielleicht dabei. Und ich habe 30 Stärke und 30 Verstand, also brauche ich 10 Stärke mehr. Genau. Die Stats kann man einfach ganz simpel trainieren. Mit ein bisschen Ausdauer geht man hier zum Beispiel in den Fitnessraum und dann drücke ich QE, QE, QE. Und dann bin ich hier gerade fleißig am Pumpen. Und ja, kriege ich immer 2 Punkte, wenn es einmal voll geht. Und das muss ich halt jetzt 5-mal machen. Oben rechts seht ihr die ganze Zeit die Zeit und unten unter der Minimap steht jetzt zum Beispiel gerade Mittagszeit. Das heißt, wir müssen zum Mittagessen. Wenn wir zu einem der Termine nicht auftauchen, dann erregt es Aufmerksamkeit bei den Wachen und das Sicherheitslevel erhöht sich. Heißt, die werden dann Hunde dazu holen und so weiter. Also will man einfach nicht. Und sobald 5 Sterne erreicht sind, müssen alle in ihre Zellen und die Verdächtigen werden verprügelt. Sobald ein grüner Haken da ist, ist man fertig. Also man muss wirklich nur eine Sekunde da drin sitzen. Das reicht. Man kann auch Mittag essen, das füllt die Ausdauer auf. Aber wir wollen jetzt, ich will jetzt erstmal weiter trainieren. Oder? Habe ich schon genug Stärke? Ich weiß es gar nicht. Stark genug werden. Ja, ich will stärker sein. Wenn man versucht, einfach frei auszubrechen, hat man sehr, sehr viele Möglichkeiten. Es gibt aber halt auch so ein paar geskriptete Events pro Gefängnis, die man machen kann. Bei dem Gefängnis hier gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, genau, dass man sich eine Kiste baut und sich als Post selber rausschickt. Das ist recht einfach. Oder dass es hier so eine Filmcrew auf dem Gelände, dass man sich als Mitglied der Filmcrew ausgibt und einfach aus dem Gelände rausmarschiert. Das sind die 2 einfachen Methoden und es gibt halt dann noch die Methode, einfach irgendwie zu fliehen. Man kann sich zum Beispiel auch eine Spitzhacke machen und einfach durch den Boden graben oder mit einer Schere den Zaun durchschneiden und sowas. Aber machst du gerade Arbeit? Ich mache gerade noch keine Arbeit. Aber es ist Arbeitszeit. Ah ja, stimmt. Komme ich hin. Vielleicht darf ich jetzt den Job annehmen. Ich habe ja genügend Stats. Crime Wave hat den Job schon. Da ist Crime Wave. Kann ich den verprügeln und seinen Pinsel abnehmen und dann den Job übernehmen?
Oh, der ist ein bisschen stärker mit seinem Pinsel. Oh. Ah, komm her. Ich blocke. Geboxt. Okay, wir haben ihn. Ich red mal mit ihm. Ich hab seine Ausrüstung. Ich will den Job haben. Darf ich ihn jetzt haben? Nein. Ich weiß nicht, wie man den Job bekommt, wenn jemand anders den schon will. Oh, du musst verhindern, dass er zu seiner Arbeitszeit geht wahrscheinlich. Also wenn du ihn verprügelst vor der Arbeitszeit, ist wahrscheinlich schon richtig. Nur da, du hast einen Schraubenzieher in der Hand. Ja, und? Der Polizist verfolgt dich gerade. Ja, und? Bin unauffällig. Achso, wenn ich den verprügel, dass er nicht die Graffitis wegmachen kann, dass er dann gefeuert wird. Da ist er ja schon wieder. Halt einfach immer zur Arbeitszeit, muss ihn wahrscheinlich halt K.O. machen. Ja, ich habe ihn jetzt einmal K.O. geschlagen und jetzt verfolgt er mich schon wieder. Ich hab nicht so viel Ausdauer, chill, Dude. Ja gut, die Arbeitszeit ist ja auch vorbei. Ich hab ihn nochmal K.O. geschlagen und klaue noch seine Uniform, so. Alle Würde weg. Achso, jetzt ist Sportzeit. Ja, aber was ist unser Plan, um auszubrechen? Was wollen wir machen, Zombie? Wir wollen Scheren bekommen und versuchen uns durch den Zaun zu schneiden. Genau, und Scheren kann man auch craften. Die erste Schere ist bei 40, zweite Reihe links. Dafür braucht man zwei Pfeile und Klebeband und die kann man dann sogar noch upgraden. Mit noch einer Pfeile und noch mehr Klebeband. Genau. Und dieses Wissen ist hier einfach, da muss man einfach nur Bücher lesen, dann wird man klüger. Kann man bis zu der letzten Stufe alles herstellen. Hier prügeln sich auch gerade ein Gefangener und ein Polizist. Das passiert öfter mal. Alter, was hat denn der für Sachen dabei? Darf ich noch rechtzeitig zum Training? Hallo. Hi. Genau. Und wir waren in dem Gefängnis hier schon mal sehr lange. Wir haben die beiden leichten Methoden schon gemacht. Deswegen wissen wir auch den Zeitplan auswendig zum Beispiel, dass ja, es jetzt schon Duschzeit ist. Ja. Complicated. Nach Sport duschen. Wieso duschst du denn mit Sonnenbrille, Maudado? Weil ich so cooler bin. Oh. Oh, die Leute haben mich mittlerweile auch wieder vergessen, die Polizisten. Roddel. Ich breche hier aus. Ja, dann brauchen wir quasi Pfeilen und Klebeband. Pfeilen? Ja, Pfeilen. Ja, dann werde ich dir gleich suchen helfen. Aber ich gucke nochmal, ob ich den Job haben darf vielleicht. Malerei, für Job bewerben. Die Jobbewerbung war erfolgreich und du hast nun diesen Job. Aber wir könnten durch die Lüftungsschacht auffliehen, Baudado. Ach, du darfst da jetzt rein? Ich darf jetzt in den Malereiraum. Aber ich kann ja nicht mit rein, oder? Wir wissen immer noch nicht, wie wir uns... Ach, der braucht bestimmt so einen Greifhaken für. Oder? Ein Enterhaken. Nee, ich glaube, der hilft da nicht. Wäre doch richtig komisch. Ja, es gibt so viele Mechaniken in dem Spiel, dass wir manche Sachen zum Beispiel nicht wissen. Es gibt ja zum Beispiel eine Möglichkeit, sich irgendwo durch Lüftungsschächte zu arbeiten. Ja, genau. Aber braucht man einen Tisch. Und wir haben jetzt hier keinen Tisch. Und es gibt so viele Gegenstände zum Herstellen, dass wir nicht sicher sind, was... Die Sache ist nämlich, hier gibt es eine Stelle auf der Map, in der kann man, also über den Lüftungsschacht kann man entkommen, aber man braucht einen Tisch, damit man in Lüftungsschächte reinklettern kann, weil das ist an der Decke und da kann man nirgends einen Tisch hinstellen, das ist das Problem. Und dann hab ich die Kiste gecraftet und die Kiste konnte ich auch, da konnte ich mich auch nicht draufstellen und dann sind wir mit der weggeschickt. Worden. Wow. Nice erklärt, Mord, oder? Nice erklärt. Das war ein Durcheinander. Musst du noch schnell zum Essen. Ich bin schon da. Ich habe auch einen neuen Freund. Ich sehe, Crime Wave liegt dann nur schon wieder K.O. am Boden, der arme Typ. Wird aber von allen verprügelt. Es ist auch ganz cool, wenn man einen Polizisten verprügelt. Weil das nicht unbedingt direkt Alarm schlägt. Es ist nur recht schwer. Aber man darf, die haben auch Schlüssel und sowas, aber die darf man denen nicht abnehmen. Das gefällt denen gar nicht. So. Wenn der Schlüssel fehlt, dann rasten die aus. Ja, genau. Aber man kann die Polizeiuniform dann anziehen und kann sich dann wesentlich freier bewegen. Zwar nicht durch die Türen von denen gehen, aber man hat seine Ruhe. Achso, das war mein Spind. Genau. Man hat ja in seinem eigenen Spind hat man auch ein verstecktes Fach. Da kann man zum Beispiel die roten Gegenstände drin verstecken. Die findet die Polizei da nicht. Und es ist dann, ja, ist halt sicherer, ne? So, tue ich mal alles weg. Habe ich ein leeres Inventar. Bin ich ein ganz normaler Polizist. Jetzt kann ich nämlich die ganzen Zellen durchsuchen, ohne dass ich, Aufmerksamkeit errege. Problem ist, ich bin ja gerade... Wie heißt denn der Begriff? Alarmierung ist gerade bei mir auf 71. Heißt, die werden mich verprügeln, wenn sie mich sehen, die Polizisten. Auch wenn ich die Uniform anhab. Weil ich gerade selber einen verprügelt habe. Dadurch steigt das immer auf 100, glaube ich. Ich habe eine Pfeile. Da wurde ein Polizist vom Polizist verprügelt. Und dann haben sie sich gedacht, hey, da stimmt was nicht. Ich habe eine Pfeile, Mordado. Okay. Ich habe noch Klebeband. Dann könnten wir schon mal die erste Stufe der Schere machen. Aber ich würde sagen, wir machen direkt die beste. Machen wir jetzt... Wollen wir direkt zwei Scheren machen? Wir sollten auch die gepanzerte Häftlingskleidung machen, damit die Sniperschüsse nicht so viel Schaden machen.
wenn man draußen versucht auszubrechen, dann schießt ein Sniper auf einen. Diesen Guardroom würde ich auch super gerne mal einbrechen, der über dir ist. Und die Uniform klauen. Mit denen könnte man bestimmt auch richtig einfach ausbrechen. Mit denen dürfte auch richtig gut gepanzert sein. Ja, aber da kommt man nur mit dem roten Schlüssel rein. Da müssten wir eine Kopie vom roten Schlüssel machen. Und um zu wissen, wer welchen Schlüssel hat, müsste man... Mit dem roten Schlüssel nicht einfach durch den Hauptausgang? Auch. Aber um zu wissen, wer einen roten Schlüssel hat, müssen wir alle möglichen Cops erstmal dafür verprügeln. Das ist ja Herr Polizist, was machen Sie hier? Ich hab was vor. Okay. Ist mir aus der Tasche gefallen. Kannst du mir noch was herstellen? Du hast ja gelernt, ne? Ja, ich hab gelernt. Da aus den drei Sachen eine verbesserte Rüstung. Zack, da liegt's am Boden. Ah, komm mal. So, genau, das ist die beschichtete Häftlingskleidung. Rüstung. Hält mal ein bisschen mehr mit aus. Ist praktisch für Kämpfe. Wäre noch cool, wenn da alle, bei allem mehr Stats dran wären, weil es gibt halt verschiedene Waffen und alles, aber ich weiß nicht, was am effektivsten ist. Das Beste, was ich bisher gecraftet habe, war auf der letzten Seite der hier. Der tolle Baseballschläger. Das war so ein Nagel-Baseballschläger. Der war echt effektiv. So, jetzt ist gleich 22 Uhr. Das heißt, gleich kommt der Abendappell und danach muss man schlafen gehen. Allerdings versuche ich vorher noch was herzustellen mit den drei Holz, die ich habe. Nämlich eine Holzstrebe. Das ist Holzstrebe? Ja, wollte gucken, was die kann. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie überhaupt was kann. Wofür braucht man die Holzstrebe? Braucht man die für ein Rezept? Nee. Okay, mit der Holzstrebe, kann man auch nicht. Ich habe vielleicht gehofft, dass man die aufstellen kann. Fuck, Mann! Ich werde verprügelt! Was hast du getan? Ich war... Oh, ich habe ein Klebeband dabei. Hoffentlich bekommen das die Bullen nicht mit. Fuck! Er hat verkackt. Meine Wächterkleidung! Ja, der kam gerade in meine Zelle, als ich meine Rüstung wechseln wollte. Jetzt hat er mich verprügelt. Hier. Wenn man ganz böse ist, dann kommt man in Einzelhaft darunter. Na, die ist nehmen die meine Bettlagen wegen dir. Und in so einer Paniksituation machen die auch alle Bettlagen weg und so. Nein, nicht die Bettlagen, nein. Bettlagen bringen halt nur, dass man ungestört in seiner Zelle Sachen machen kann. So, ich muss jetzt hier einfach Kartoffeln schälen. Da sinkt die Zeit da unten rechts. Leute, zum Beispiel wurde gefangen genommen. So, und jetzt ist es vorbei und ich darf in meine Zelle gehen. Das ist die Einzelhaft. Ach, und mir wird alles abgenommen natürlich, was ich dabei habe. Zumindest alles, was sie gefunden haben. weil ich ja, glaube ich, meine gepanzerte Rüstung gerade noch in den Schreibtisch gelegt, bevor ich K.O. geschlagen wurde. Oder? Nein, hatte ich auch nicht. Okay, die haben auch die gepanzerte Rüstung jetzt weg. Die haben alles einfach weggenommen, was ich an Kleidung hatte. Danke. So, wenn wir beide im Bett liegen, dann vergeht die Zeit schnell. Und nächster Tag. Fängt natürlich direkt... Morgenappell. Ja, ich komme. Guten Tag, bin da gewesen. Tschüss. Mich gibt's. So, jetzt brauche ich erstmal wieder ganz viel Zeug. Ich durchsuche erstmal wieder alle. Nein, es tut mir leid. Ich habe nichts getan. Was hast du getan, Maudado? Ich habe nur geklaut. Wenn ich schon grundlos im Gefängnis bin, dann kann ich doch jetzt wenigstens klauen. So, ich verstecke mich hier kurz vor dem Polizisten. Sehr gut. Und dann holen wir uns aus dem Spind noch den Stock. Da habe ich nämlich zwei Stöcke und ein Klebeband. Und daraus kann ich mir einen Baseballschläger fertigen, wenn ich klug genug bin. Verdammt, ich bin noch zu dumm. Ja, das ist das Lernminispiel. Man muss einfach immer E drücken, dass man zwischen diesen zwei Balken ist. Die bewegen sich normalerweise auch. Ah, jetzt. Ja, ist aber relativ einfach, jedes Minispiel. Verbraucht nur alles halt immer ein bisschen Energie. So, und schon haben wir 40 Verstand. Heißt, wir können uns jetzt einen Baseballschläger fertigen. Komm. Mit dem können wir auch besser kämpfen. Allerdings möchte ich, wie viel Verstand möchte ich denn? 60 haben, dann kann ich mir diese Rüstung selber herstellen. Bin ich nicht auf Maudado angewiesen. Ich schlafe einfach in der Zelle von irgendwem anders. Um meine Energie wiederherzustellen. Nein! Das ist so nervig, über die Tische zu gehen immer jedes Mal. Ich muss ja jetzt noch 10 Mal drüber. Oh, da ist ein Klebeband drin. Da ist ein Klebeband! Ja. Brauche auch ein Klebeband. So, jetzt gehe ich wieder lernen. So, lernen 57, dann noch einmal schlafen, nochmal lernen und dann habe ich's. Die beiden anderen Stats, also Fitness und Stärke. Stärke macht, dass man fester zuhaut und Fitness macht, dass die Ausdauer langsamer sinkt. Glaube ich. Bei Fitness bin ich mir noch nicht ganz sicher. Oh, hier hat jemand eine tote Maus. Oh, habe ich auch schon ein paar Mal gefunden. Sind gar nicht so häufig. Sind die auch nützlich? Das weiß ich nicht. Kann ich die ins Essen mischen und dann rasten alle aus? Hoffentlich. Während der Freizeit darf man auch durch die lila Türen gehen, also wir dürften auch zu den Hunden in den Außenbereich gehen. Und so wollen wir uns dann auch durch den Zaun schneiden. Sobald wir zwei von den Scheren haben. Ich hab so viel Klebeband, wenn jemand in meinen Pult guckt.
Es wäre cool, wenn man so eigene Lagerkisten machen könnte. Dann würde ja, ich ja, ja, deswegen habe ich ja gedacht, die Kiste wäre dafür, aber war es ja anscheinend nicht. Richtig ja, merkwürdig. Dann haben wir es so per Post weggeschickt. Dann würden wir nicht mehr arbeiten. Dann würde ich nämlich mit der. Also, dein erster Arbeitstag, Zombie. Bist du aufgeregt? Nee, Mittagessen. Erstmal Mittagessen. Oh, habe ich auch dringend nötig, meine Energie ist fast leer. Aber ich habe genau 70, 70 Verstand habe ich jetzt. Jetzt kann ich alles herstellen. Sind wir nicht mehr dadurch limitiert? Hast du einen Polizisten K.O. geschlagen oder war ich das? Nö. Ich war das, ne? Ja, genau. Wenn man einen Polizisten K.O. geschlagen hat, dann sieht man nämlich immer auf der Map auch den Schlüssel über den. Ja, Wachmann Brown hat den blauen Schlüssel. Der blaue Schlüssel ist der, naja. Hallo Zombie. Langweiligste. Achso, ich sollte mir auch Essen holen, ne? So. Nee, es reicht schon. Dann setzen wir uns hier hin. So. Auf der Karte hier können wir auch alles ganz genau angucken. Oh, da unten, ja, der blaue. Ach, da steht bestimmt auch, wo die Wachtürme sind, wo die Scharfschützen sind. Ich muss sagen, das Gefängnis ist irgendwie nicht cool. Hier sind alle so aggressiv. Das stimmt. Können wir die Hunde loslassen, dass die alle Wachen aufessen? Mautato. Viel Spaß mit den Cops hinter dir. Leben kriegt ihr mich nie. Achso, ich habe jetzt so eine neue Leiste hier unten. Arbeit soll. Also muss ich bestimmt viel arbeiten. So, und jetzt habe ich den Pinsel und jetzt muss ich die Graffitis hier übermalen, oder? Muss zuerst farbbereiteter Pinsel ausrüsten. Ach, den muss ich craften, fertigen. Mautado, ich hab was! Ich hab hier ein Problem. Okay. Ich muss hier gerade erstmal die Wand überstreichen, Mautado. So. Ah ja, ich muss ein paar Graffitis wegmachen. Ja, ich hab was zum Draufsteigen gemacht. Happy. Ich kann drei Farbeimer übereinander stapeln. Ja! Ich kann die einfach unendlich. Ich habe jeden Tag ein paar Farbeimer nehmen und kann die dann übereinander stapeln. Ich habe eine Leiter in dem Zimmer jetzt sogar. Ist ja so, als wäre es dafür gedacht. Ich stell die erstmal in dem Zimmer und lass die da. Ich muss weiter Wände streichen. Wie soll ich denn drei Wände streichen in der Zeit? Sehe ich aus wie Gott? Oh Gottes Willen. Wurde ich gefeuert? Nee, das Fitnesstraining kann ich euch auch mal zeigen hier, während Mautado verprügelt wird. So, aber immer Q und E drücken an den richtigen Stellen. Das sind eigentlich alle recht einfach, die Minispiele. Ich habe einen grünen Postsack bekommen. Warum? Das ist meine Bezahlung? Hallo. Was machst du da? Was machst du? Nichts. Guten Tag. Ich bin ein Wachmann mit Schlagstock. Ja, ich klau hier nur. So, dann kann ich meinen Baseballschläger nämlich wieder in meiner Zelle verstecken. Habe ich dann für später. Das ist ganz praktisch. Ah, ich habe hier schon... Oh, Mordado, ich habe ein Geschenk für dich. Das sind total legale Gegenstände. Sind sie wirklich, weil sie grün sind. Oh, ich werde ja noch gesucht, stimmt. Die fallen mir in deiner Zelle einfach aus der Hand. Hab einmal. So. Tschüss. So, die Polizei will mich prügeln. Du hast nur eine, oder? Okay, komm, den kriegen wir. Also, falls okay, du meine Klebeband brauchst, an meinem Tisch ist welches? Okay, danke. Okay, einen habe ich. Komm schon. Wachmann, Börmel. Ich kriege auch noch. Oh, ich habe beide K.O. geschlagen. Zwei Wachen. Cool. Ich habe Schuhe. Ah. Ich habe nicht genug Ausdauer, um gegen dich zu kämpfen. Zombie? Ah, man kann die Wachen ablenken, nämlich die Sachen auf den Boden werfen, ja. Wo ist deine Zelle, Mordado? Wo bist du? Ich will dir Zeug geben. Werfst einfach auf den Boden. Das sind. Nein, mich verfolgen Polizisten, die nehmen das mit. In deinem versteckten Fach muss Platz sein. Zwei Plätze. Da, nimm die auch schnell auf. Bitte schön. Jetzt kannst du auch gechillter die Zellen durchsuchen. Oh, jetzt suchen sie schon mit Hund nach mir. Hilfe! Also wenn man Schlüssel klaut, dann kommt direkt Hochalarm. Da sollte man eigentlich nicht machen. Profi-Tipp. Zombie macht es trotzdem. So. Oh. Jetzt kommt nämlich das Elite-Personal und sucht nach mir. Oh, hoffentlich kommt er nicht in meine Zelle. Leg mich schlafen, ich hab nichts getan. Oh nein, die klauen hier gleich meine Bettlagen. Böse Hund. Der Hund heißt Molly. Warum hat Molly mich getötet? Okay, ich bin K.O. Meine Bettlagen. Ja, die sind doch egal. Zombie. Die Bettlagen sind doch wirklich vollkommen egal. Oh, ich liebe Einzelhaft, ja. Hab ich verdient.
Bett lagen. Warum hast du Schuhe in deiner Zelle liegen? Ja, die wollte ich dir geben, die habe ich gefunden. Hallo. Ich muss erstmal in Einzelhaft. So. Erstmal 2 Minuten Kartoffel schälen. Kann man die Kamera auch irgendwie frei bewegen? Ich würde gerne mal diese Wächterbereiche sehen. Nee, ich glaube nicht. Nur auf der Map. Für die Freiheit. Und frei. Da kann ich so ein bisschen was von sehen. Ist ja gut mit deinen Geschenken um. Ich habe hier so eine Dings gefunden, so eine Tube. Aha, aber da, warum hast du eine Eimerleiter in deinem Zimmer stehen? Ist das cool. Ja, ist jetzt aber rot, dafür, dass man die zusammengecraftet hat. Ja, das ist meine. Ja, ich weiß, die habe ich dir doch geschenkt, die Eimer. Ja, danke schön. Kann ich die wollen wir jetzt machen? Wollen wir da mal zusammen hingehen? Letztes Mal konntest du da ja nicht raus. Wo? Ja, in diesen Raum, über den Lüftungsschacht. Ich weiß nicht, ob man durch die Eingangstür... Ich glaube, man darf nicht durch die Eingangstür einfach rausgehen. Wir kommen so nach draußen halt sicher. Aber ich meine, man kann auch einfach in der Freizeit da rechts durch die Tür gehen. Lohnt es sich überhaupt, dadurch auszubrechen? Weiß es nicht. Zurück in meine Zelle. Welch anstrengender Tag. Oh. Gott sei Dank ist es endlich vorbei. Wie steht's mit den Scherben? Ja, ich finde keine Pfeilen mehr. Achso, dann helfe ich dir mal suchen jetzt. Pfeilen kann man auch kaufen bei den Leuten. Also man könnte theoretisch Quests machen. Ich habe ja keinen Job. Ich klaue einfach weiter. Das ist meine Zukunft. Ja, ich klaue auch gerade. Hab mir schon wieder einen Baseballschläger gebastelt. Oh, ich habe sogar genug. Jetzt habe ich einen Nagel-Baseballschläger, Leute. Einen tollen Baseballschläger, Entschuldigung. Finde ich gut, dass er einfach nur toll heißt dann. Dann mache ich ein paar Quests für die Leute. Die sind super simpel. So, Quests macht man, indem man zu den Typen mit den grünen Ausrufezeichen geht und dann sagt er, mache ich einfach immer annehmen. Finde Künstlerpinsel für Neo. Für Nero. Und da haben wir oben rechts da so einen gelben Marker. Da laufe ich einfach hin und dann ist es in dem Pult drin. Die Quest ist also richtig einfach eigentlich. Den nehmen wir dann einfach mit. Die ist auch. Bleichmittel ist immer richtig praktisch. Damit kann man sich nämlich selber dann seine Polizeiuniform basteln. Ohne einen Kopf K.O. zu schlagen. Da, bitteschön. Quest fertig und jetzt habe ich 25 Geld bekommen dafür. Dann gehe ich zur nächsten. Ach, der hat nochmal eine Quest. Ah, ne. Finde ein Blatt Papier. Ich glaube, der will malen, der Typ. So. Ja, haben wir einen anderen gemeint. So, Quest fertig. Jetzt habe ich schon 50 Geld. Oh, der hat einen roten Schlüssel. Ja. Was? Verprügel ihn. Ja, los. Ich habe den roten Schlüssel. Wohin wollen wir damit? Versteck ihn in deinem Geheimfach. Nee, den Schlüssel kann man nicht verstecken. Geh mir durch den Hauptausgang. Okay, los. Wo ist der? Komm. Ich folge dir einfach. Links. Wir haben nicht viel Zeit. Wenn der aufwacht und es gemerkt wird, dann kommen sofort Hunde. Ja. Hier, nach links. Hier runter. Da durch den Scan und da ist die rote Tür. Ja. Ist offen. Du kannst... Ich kann nicht durch. Ah, hier kommen die Hunde her. Viel Glück, Zombie. Nein, ich hab nichts getan. Ich hab nichts getan. Das war alles Zombie. Ich war's nicht. Ah, ich wurde gesniped. Jetzt sitzt ein Hund auf mir drauf. Wuff. War das wieder Molly? Nein. Ah. Nicht mein toller Baseballschläger. Ach, du auch in Einzelhaft. Ja. Na sowas. Kartoffeln schälen. Ja. Wir sind die besten Verbrecher. Jetzt muss ich mal meine Rüstung auch wieder neu polstern. Oh, hä? Wie kurz musstest du denn schälen? Bin noch nicht ansatzweise fertig. Ja, so, ich kann Kartoffeln schälen. Ja, nee, weil ich schon einfach dreimal in Einzelhaft war. Meine Zeit wird einfach immer länger. Die merken, dass ich ein böser Mann bin. Ein Bösewicht. So, Arbeitszeit. Oh, ich muss nach oben wieder neue Farbeimer klauen. Oh, ich hab's wieder nicht geschafft. 2. Warnung, einmal. Okay, sonst werde ich gefeuert. Ich habe nochmal eine Leiter. Ich trainiere noch ein bisschen meine Muskeln. Kann ich ein bisschen besser Leute verprügeln. Ach, ich schau mal, ob ich eine Pfeile kaufen kann. Wenn gerade alle schon im selben Raum sind. Peps. Alter, Sam hatte richtig krasses Zeug dabei, der hier K.O. am Boden liegt. Der hat ein Glasmesser dabei, Adrenalinschuss und ein Medipaket. Alles einfach. Hier eine Pfeile für 40. Hab eine Pfeile gekauft. Wie viele brauchen wir denn noch? Na, im Optimalfall jetzt noch 3. Achso, also eine hast du fertig, eine Waffe meinst du?
die kann man aber mit einer Pfeile kann man halt nochmal zur nächsten Stufe upgraden. Also am Anfang braucht man zwei Pfeilen, um eine Pfeile zu machen, und mit jeder Pfeile wird sie dann nochmal besser. Und ich glaube, wir brauchen schon die goldene oder silberne Pfeile. Du musst nur ein Loch machen. Ja, aber die geht ja recht schnell immer kaputt, oder? Das kann sein. Oh, meine ganze Klebeband wurde entfernt. Warum? Wurde auch festgenommen. Ja, haben sie es dann aus deiner Kommode genommen? Anscheinend. Das Klebeband war einfach, habe ich nicht unten aufbewahrt, weil es echt viel war. Ah, Baudado? Hast du irgendeine Superwaffe gerade? Nee, aber okay. Hier, Zombie, falls du nochmal... Oh. Ja gut, vergiss es. Ich habe eine Klebebandrolle, die wollte ich dir geben, aber... Hier kannst du ja troppen. Ja, ja, aber die heben sie ja instant auf, wenn sie mich sehen. Oh, danke. Bitteschön. Aber nichts dafür riskiert. Ja gut, wenn wir nur eine gute Schere haben wollen und du denkst, es reicht, dann könnten wir jetzt eigentlich fertig sein. Na gut, wir brauchen also eigentlich brauchen wir eine gute Rüstung. Und eine, also wir brauchen für jeden gute Rüstung und eine Schere, oder? Und einer wahrscheinlich, der bewaffnet ist. Also einer. Na, also eigentlich muss nur einer, der Erste, der den Zaun schneidet. Das wirst du sein oder so, einer von uns beiden. Der muss die gute Rüstung anhaben und die gute Schere haben. Und der muss dann durchschneiden und dann stüpfen wir einfach zu zweit raus. Ja gut, die gute Schere haben wir jetzt. Okay, dann brauchen wir jetzt nur noch die gute Rüstung. Ich würde gerne versuchen, so einen Elite-Wachmann rauszulocken und den K.O. zu schlagen. Dafür brauche ich allerdings eine Waffe. Hast du den Glasdolch? Ach, den habe ich in meinem Zimmer. Glasdolch ist bei 40, eins davor. Ich meine Glasschere, aber hier gibt es keine Fenster, oder? Ich habe keine Ahnung. Hey, was passiert? Ich weiß es nicht. Ich werde 100 gesucht, auf jeden Fall. Aber ich habe gerade nichts dabei, also ist mir Wurst. Kommen Hunde zu mir gerannt, auf jeden Fall. Ich wurde K.O. geschlagen. Ja, warum kommen die Hunde jetzt zu mir? Hä? Oh, ich verstehe nicht, warum ich jetzt... Ich war einfach nur in meiner Zelle. Vielleicht, weil wir... Warst du beim Appell? Nee, ich war nicht beim Appell. Ich auch nicht, deswegen. So, zurück zur Zelle. Jetzt gibt's gleich noch einen Alarm. Ja, ich habe jetzt meinen Dolch und versuch mal, so einen Wachmann da rauszulocken aus seiner Kammer. Bei 60, eine Metallplatte und ein Klebeschreiben. Oh, Kacke. Oh, hallo. Ich will ja nichts sagen, aber ich habe beide K.O. geschlagen. Oh nice. Dein Schlagstock ist wahrscheinlich auch ganz nett, warte. Den schnapp ich mir. Zu spät. Nein! Nein, ach Mann, ich habe nicht hingeguckt wegen dir. Plünder mich. Nimm alles mit. Das Wichtige. Schlagstock, die Uniform. Ja, Schlagstock und Uniform habe ich rausgenommen. Okay. Danke. Gut, dass du da warst. So, dann bin ich jetzt Polizist-Zombie wieder. Mit Schlagstock. Okay, hab einen rausgelockt. Von den Superwachmännern. Okay. Oh Gott, macht der Schaden! Hilfe! Ist auch ein Superwachmann. Ja, der hat einen Metallschlagstock. Oh Gott, ich finde nur immer Wehrwachen, während ich vor dem einen weglaufe. Gottes Willen, wo kann ich mich verstecken? Ich will nur irgendwo kurz schlafen. Die Tische tun mir da keinen Gefallen. Oh, jetzt Mittagessen, kurz nachdem man gesucht wurde. Das ist immer schön. Und war es erfolgreich? Nein! Ich hab den einmal geschlagen, der hat mich einmal geschlagen und ich war fast tot. Braucht die gepanzerte. Lass dich einfach nicht treffen lassen. So, jetzt soll der andere nochmal in die Tür kommen, Wachmann Big. So. Von mir aus kann nächster Tag sein. Hier ist irgendwie keine Metallplatte nirgends. Probieren wir mal mit Blocken zu arbeiten. Ja, ich hab ihn! Jetzt muss ich mich nur Ewigkeiten verstecken, damit meine Suchleiste komplett runtergeht. Ich werde bei meinem Job gefeuert, Baudado. Ich kann nicht arbeiten gehen. Ist okay, Zombie. Hallo, ich gehe nur noch meinem Job nach. Hallo. Meine Gesuchte. Oh Gott. Beschwert sich keiner? Es steigt die ganze Zeit dadurch. Also es ist wieder auf 60 gestiegen gerade. Ja, ich brauche deine Schere. Dann können wir anfangen. Okay, wollen wir es nicht nachts machen? Wir müssen halt bedenken, dass tagsüber die Tür offen ist, die eine auf der rechten Seite, um nach draußen zu kommen. Wir könnten aber auch die Eimer nehmen, nachts nach oben gehen und dann rausbrechen. Wir könnten auch. Achso, du meinst, dass wir quasi oben mit den Eimern rausgehen? Genau. Das wäre eigentlich gut. Das wäre gut. Weil ich glaube halt nachts sehen einen vielleicht die Sniper nicht. Achso, ja. Wir könnten noch dazu die Dummies basteln und unsere Betten legen. So ein Dummy ist, glaube ich, einfach hergestellt. Ja. Was? Eine Decke und zwei Kissen. Woher kriegt man Kissen? Auch vom Betten kann man runternehmen. Achso. Okay, also ist der Plan, nachts gehen wir aus unseren Dingern raus. Hast du einen Schraubenzieher? Ich habe bestimmt noch einen Schraubenzieher, oder?
Schraubenzieher finden wir auf jeden Fall. Ich hab einen Dummy jetzt. So, die sind doch gar nicht mehr misstrauisch. Ambo. Was ist los? Ich habe sogar einen Metallschlagstock, ich bin einfach richtig strong. Also habe ich noch, wir brauchen halt auf jeden Fall jeder dann einen Schraubenzieher oder einer zumindest, damit wir uns aus den Zellen holen können. Aber ich habe keinen Schraubenzieher mehr. Okay, können wir ja gucken. Einen Schraubenzieher habe ich. Okay, perfekt. Dann fehlt jetzt. Hast du eine Metall. Ich kann auch ungepanzert gehen, ist ja auch kein Problem. Ja, wenn nur eine Sache fehlt, was macht deine Attrappe schon mal? Heute Nacht ist der große Ausbruch, Mordado. Ich kann es spüren. Ja, aber wirklich. Du brauchst auch eine Polizeiuniform dann anhaben, ne? Am besten. Ach so, eine Polizeiuniform kann ich aber anhaben. Ja, damit wir nachts draußen rumlaufen dürfen, weißt du? Ja, ja, also kann man, aber kann man sich auch ganz gut schleichen. Ich war ja schon mal nachts draußen. Sollen wir. Ja. Da kann man auch rumschleichen. So, dann brauche ich die Leiter. Brauche ich sonst noch was? Ein zweiter Schraubenzieher wäre halt noch gut. Ich weiß nicht, ob einer reicht. Aber eigentlich müsste einer reichen, reicht oder? Für einen Deckel, ja. Ja, aber du musst ja dann rausklettern, mich rausholen. Und dann müssen wir. Nein, wir klettern beide rein, dann mache ich den Deckel wieder dran. Und dann klettern wir bei dem anderen raus. Ach so. Also mache ich jetzt schon gleich die Attrappe. Die Schere kannst du mir geben. Die Schere kannst du mir mal schon mal geben. Nicht hier. Ja, ja, komm mit. Die planen was. Nein, wir planen gar nichts. Ich habe auch ein Medipaket dabei. Ich kann mich also einmal voll heilen nochmal. Hier. Stabiler Wollen. Seitenschneider. Okay. Ich habe einen Schraubenzieher, die Eimer und die Schere. Und ein Medipaket. Genau. Und jetzt habe ich noch die Attrappe. Die lege ich jetzt schon ins Bett. So, Attrappe liegt bei mir auch im Bett. Okay, ich nehme jetzt schon alles mit. Also ja, ich habe auch schon alles. Nicht mehr auffallen. Richtig. Ich auch. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass sie irgendwie Alarm schlagen, weil ich hier hinterher. Jetzt ist es halt. Jetzt habe ich halt alles dabei. Ich die ganze Zeit schon, weil. Hallo. Du bist so auffällig. Du kannst auch in der Polizeikleidung schon rumrennen. Nee, ich habe Angst. Ich lasse das. Ach man, dabei wollte ich mich doch. Oh, jetzt aus dem Gefängnis raus. Ich hätte hier fast einen Job bekommen. Ich wurde gefeuert, weißt du. So ist das Leben, oder du? Dies wie unsere letzten Minuten im Gefängnis. Gott, jetzt bin ich aufgeregt, aber jetzt bin ich aufgeregt. Voll unauffällig, so ein Wachmann und ein Gefangener, die miteinander reden im Gefängnis. Ich war hier auch mal gefangen. So, jetzt ist der letzte Appell. Ich bin da gewesen, okay. Okay, geh mir in deine. Nee, gehen wir schon mal nach oben. So, hier. Den Arbeiter, das ist egal. Und jetzt hier kommen genau. Die Eimer hin und das müssen wir dann locker schrauben. Soll ich, willst du Wache schieben und ich fange schon mal an? Ich kann lauf einfach, pass auf, dass keine. Ich guck auf die Map. Ich kann auf die Map gucken. Okay, ich fange an, ne? Von unten kommt einer. Unseren Gang entlang. Okay, hab weggemacht. Die planen was, sagt er nur. Okay, es braucht eine Weile, bis der nächste. Obwohl, kommt er zurück oder geht er jetzt nach unten? Der geht nach unten. Der geht nach unten, so wie es aussieht. Okay, mach, los. Okay. Laut Map braucht es eine Weile, bis der nächste da ist. Aufstellen, draufklettern, Schraubenzieher und Schrauben. Viermal muss ich schrauben, dann können wir rein. 1, 2, 3, 4. Dann E, um reinzuklettern. So, du, zuerst. Okay. Hey. Dann kletter ich rein. Und jetzt bringt das Ding wieder an. So, der ist wieder dran. Okay, Leute. So, dann müssen wir ganz nach oben hier und dann müssen wir uns hier noch rausschrauben. Die kriegen uns niemals lebend. Und ich breche hier aus. Ich habe noch eine Feile dabei, falls die Schere nicht reicht. Okay. Oh, das ist so. Echt die beste Schere, also wenn die nicht reicht. Jetzt sind wir im Außenbereich, jetzt können wir hier die Treppe runtergehen. Warte, ich bewaffne mich, so. So. Dann sind wir gerade auf dem Dach. Gehen wir hier lang. Dann können wir hier runterhüpfen. Ah, hier ist überall Licht. Komm her. Und dann könnten wir uns hier durcharbeiten. Ich nehme die Schere, ja? Okay. Ich guck nochmal auf die Map, ob man hier irgendwas sieht, aber hier ist nirgends eine Wache oder so. 75%? Okay, kein Alarm? Hä? Kein Alarm? Das ist wahrscheinlich Nacht, ist. Die Wachen sehen uns wahrscheinlich nicht. 50%? 25%? Hä? Und raus! Raus! Hä? Ja! Wir haben es geschafft! Alter, die filmen dich, Mordado. Warum filmen die mich? Hä? Mist, da sind die Wärter. Boah, in den Busch geslidet. Warum werde ich hier? Action. Und Action, hä? Hä? Oh, die sehen dich, Mordado. Flieh. Ja, wir sind erfolgreich. Komm, du bist ausgebrochen. Ja.
11 Leute K.O. geschlagen, 2 Gefallen geleistet und 3 zerstörte Felder. Ich war da! Note D. Man bekommt eine bessere Note, wenn man halt schneller ist und ja. Ich hab die Schere gemacht. Nein, wir haben zusammengearbeitet. Du hast die Schere gemacht und den Schraubenzieher. Und ich hatte die Idee, dass die nachts uns die Sniper nicht sehen, ja? Ja, tagsüber haben die mich immer abgeschossen. Wir haben es geschafft, sehr gut. Oh. Krass. Krass. Dann gehe ich nochmal kurz in die ins Strafregister. So, jetzt haben wir bei der ersten Map alle 3 Sachen gemacht. Die ersten beiden habt ihr nicht gesehen. Vielleicht zeige ich die am Anfang vom nächsten Part so kurz zusammengefasst. Und beim nächsten Mal machen wir den Kugelkrieg Railroad. Da gibt es auch 4 Ausbruchsmöglichkeiten. Naja, ihr könnt schreiben, wie es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Danke an Maudado fürs Dabeisein. Schaut auch bei Maudado vorbei. Kein Problem. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.